Ja, hallo und herzlich willkommen bei Julian Entertainment. Mein Name ist Julian und da bin ich wieder mit Crisis Core Final Fantasy 7. Das dürfte Folge 61 sein. Boah, wir schreiten hier ganz schön voran. Das wird mein längstes Let's Play vielleicht. Na, ich weiß nicht. Ah, ne, Ultimate Team FIFA 13 hat ja 100 Folgen, glaube ich, gedauert. Aber dennoch. Eine Mail. Wir sind da gerade auf dem Weg zu Aerith, weil wir die ganzen Sachen gesammelt haben. Ja, Finanzbericht. Abteilung Sicherheit wird von 10 Milliarden auf 7 Milliarden Deal umgestellt und Waffenentwicklung von 8 auf 11 Milliarden. Mehr Waffenentwicklung, weniger Sicherheit, ist ja die Frage, ob das so einen großen Unterschied macht. Also Sicherheitsabteilung sind ja diese anderen, ne, zu denen wir theoretisch nicht gehören. Wir sind ja bald Soldat. Wenn ich es richtig verstanden habe. Wir haben ja mal dieses Match, sage ich mal, da gemacht. Sicherheitseinheit gegen Soldat. In einem Missionsstrang verbunden war das. So, ich glaube, wir hatten ja alles, ne? Achso, ich hatte ja keine Mail. Aerith lungert wieder da vorne rum, ey. Ah, da ist ja der Blumenwagen schon, hä? Achso, ja, war richtig, was ich gemacht habe. Ich dachte gerade schon. Bist du schon fertig mit der Arbeit? Ehrlich gesagt, ist mir ein neuer Einsatz zugeteilt worden, für den ich Midgar eine Weile verlassen muss. Ich weiß noch nicht, wann ich zurückkomme. Beginnen mit was, ja. Erstmal am menschenleeren Spielplatz versuchen zu verkaufen. Geht natürlich klar. Kundschaft fehlt noch. Niemand kommt. Fünf G. Er ist weg. Aerith hat riesigen Spaß. Ja, komm. Das ist jetzt ein bisschen langweilig alles, weil das ja noch nicht mal eine Sequenz ist, sondern einfach nur hier dieses Rumgetexte ist. Don't worry about Aerith. Protecting the subject is part of surveillance duty. You're the only one I can depend on. Hey, why are you laughing? I'm counting on you. Ein emotionaler Schub. Jetzt haben wir wahrscheinlich 3 Milliarden mal Aerith, wenn wir jetzt kämpfen sollten. Also in der DBW meine ich. Ah, da bist du ja wieder. Da fällt mir noch etwas ein. Ja, das Ganze ist jetzt hier ein bisschen ätzend, weil wir jetzt wieder zu Aerith gehen. Ich habe in meinem Koffer, in meinem riesigen, den man hier nicht, nur nicht sieht, habe ich Material noch für zwei weitere Wägen. Das habe ich euch ja in der letzten Folge schon erklärt. Und quer durch Sektor 8 geht es jetzt wieder zu Aerith mit dem Zug. Zumindest verstehe ich diesen Sektor 0 so, Sektor 1 so, dass man hier reingeht. Und da muss man da hinten hingehen und dann ist das für mich irgendwie, also ich verstehe das so, als wäre man dann mit dem Zug gefahren, wenn ich ehrlich bin. Nein, nicht daher. Sondern hierher. So, und jetzt auch nicht nach rechts, sondern nach links. Wieder zu Aerith halt.
Und dann geht das schon ab. Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Wie einfach der Kirchturm rumliegt. Hallo Aerith, da sind wir wieder. Boah, wenn ich noch 3 Milliarden Mal den Namen Aerith ausspreche mit diesem TH, dann kriege ich aber echt Aggressionen. Mitri-Werkzeug, Walnussholz, Rennreifen und der Handwerker. Damit können wir bestimmt einen neuen Wagen bauen. Jetzt wird nochmal gewerkelt und gebaut. Der ist doch schon mal gleich mal schöner hier, ne? Eigentlich sieht der hier ohnehin schöner aus als der Shinra-Serviertisch. Der beste bislang, ja gut. Wir hatten auch bisher so einen, ne? Bam, bam, bam. So, komm, jetzt ist es mir jetzt eigentlich hier fast schon wieder zu doof. Die Blumen sind total beliebt. Siehst du, habe ich dir doch gesagt, wenn das so weitergeht, ist der Wagen bald leer. Bisher hat sich zwar noch nichts daraus gelöscht, aber grafisch gesehen. Erinnerst du dich noch? Macht dir der Himmel immer noch Angst? Hm. Mit dir zusammen fürchte ich mich nicht. Ja, das ist schön. Aerith. Aerith, hör mal. Aerith, das ist schön. So, und jetzt können wir tatsächlich noch einen Wagen bauen. Hallo. Shinra Lötzinn, Shinra Keramik, Shinra Gleisketten und Shinra Servetisch-Skizzen. Damit können wir bestimmt einen neuen Wagen bauen. So, es wird wieder gewerkelt, ja. Wie gesagt, den finde ich ziemlich hässlich. Da wäre er vielleicht praktisch. Wie Aerith zurückgeschreckt. Ach ja, die ganze Folge hier fast mit Blumenwagen vergeudet. Es war irgendwie eine ganz witzige Sequenzen hier, aber... Oh, ein Wissenschaftler. Ist das ein neues Waffensystem? Schweiße meines Angesichts habe ich den gebaut. Der wird nicht verkauft. So ein Idiot. Hier hat man es angeblich gesehen. Unidentifiziertes Waffensystemgesicht. Angriffsvorbereitung treffen. Seid ihr blind? Das ist ein Blumenwagen. Alles klar. Keine neuen Missionen. Ich glaube, ich sollte noch einmal mit Aerith sprechen und dann, tja, geht's zurück ins Shinra-Gebäude. Danke, Aerith. Das ist total lieb von dir. Hier stehen die 3 Wagen nochmal, falls ihr sie euch nochmal beobachten wollt. Wenn ich passende Thumbnails immer machen würde, dann wäre das ein super Thumbnail, wie Zack hier vor diesem ganzen Blumenwagen steht. So, jetzt müssen wir wieder zurück ins Soldatsgebäude und dann geht's los zu einer neuen Mission und vor allen Dingen auch zu einem neuen Kapitel, nämlich zu Kapitel 8. Oder 7? Ich weiß es gar nicht. 8. Nee, 8. Ach ja, Freunde, ist das hier wieder ein Rumgerenne. Schöne Gegend hier übrigens.
So, ich glaube, hier gibt es sonst nichts mehr zu sehen. Nach dem, naja, nach den Story-Sequenzen oder nach den Story-Parts, die jetzt kommen, kann man nämlich teilweise so einiges nicht mehr machen, was man jetzt hätte machen können. Aber ich habe eigentlich darauf geachtet, dass ich da nichts verpasse oder so. Bäm, bäm. Und dann sind wir auch schon bald wieder da. Hier so eine Minute ist man echt schon am Laufen, du. Achso, ich wollte gucken, ob Eris eine höhere Wahrscheinlichkeit hat. Ja, mal 5, war klar. So, jetzt gucken wir uns nochmal hier kurz an. Ich habe hier so eine Liste stehen mit Missionen, die erfüllt sein müssen. Und zwar, also bevor wir jetzt aufbrechen gleich. Und zwar Mission 1, 2, 1. Ja, die habe ich gemacht. Mission 211 bis 216 sind auch alle gemacht. Mission 431 bis 436. 621 ist gemacht. 711 ist gemacht. Und 821. Ja, ist auch relativ gemacht. Die sind ja allgemein relativ weit zu einem guten Stand, würde ich sagen. Das läuft bisher. Ausstellungsraum? Ne, da wollte ich nicht hin, ehrlich gesagt. Da bin ich mal so frei. Sondern ich will zu diesen Aufzügen, die aber die gleiche Tür haben. Hier, das ist Kunsel. Und... ja, wir gucken jetzt nochmal nach Missionen. Ob da welche sind, die wir machen können, bevor wir aufbrechen. Einfach so, nicht weil wir sie machen müssen, sondern weil einfach gerade noch was zu tun ist. Und wenn nicht, ja, dann brechen wir auf. In einen ganz neuen Abschnitt. Okay, wir gucken hier rein. Trainingsmissionen, die kommen alle noch. Da freue ich mich vor allen Dingen schon drauf, weil die echt cool sind. Das ist, fängt extrem an. Ich weiß, ich gucke hier immer wieder durch. Aber ich will irgendwie auch möglichst viel gemacht haben, um ein möglichst hohes Level zu haben. Beziehungsweise es nicht so, um es nicht so schwer zu haben, ein hohes Level zu erreichen. Ich finde es viel einfacher, wenn man das recht früh schon macht. Der Durchbruch, das wollte ich hier, glaube ich, ja lassen, oder? Warum auch immer. Juvis Nachrichten war extrem. Höhlen voller Wunder, fängt extrem an. Rätsel der Welt, ist nichts mehr los. Ich würde sagen, es kann losgehen. Ganz klar. Hallöchen. Also, was machst du? Willst du einfach warten? Ich habe eigentlich nichts mehr vor. Danke für alles, Mann. Wir werden die Mission schon schaukeln. Dann sehen wir uns in Midgar wieder. Ja, auf jeden Fall. What's up? I'm having a little trouble. Rounding up the group. We're in a hurry. Let's move it. Sir. What? Cloud? Together again, huh? All right. Thanks. Hold on. I'll get everyone. Ja, es sind sehr viele. Und Cloud aus Erkennungsmerkmalgründen der Einzige ohne Helm. To Nibelheim. Ja, nächstes Kapitel, wie ich schon sagte. Ich speichere hier mal lieber so automatisch. Und dann speichern wir so auch nochmal. So, how does it feel? To be home after all this time. I have no hometown. I wouldn't know. What about family?
My mother's name is Genova. She died shortly after I was born. My father... Why am I talking about this? Come on. Zack scheint kalt zu sein, der zittert nur ziemlich komisch bei mir auf dem Bildschirm. Sephiroth's mother's name is Genova? Alles klar, hier wird's weitergehen und ich würde vorschlagen, das machen wir einfach in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.